Okay. Zum ersten Mal spielen wir das neue PUBG und ich bin mal gespannt. Jetzt gerade die ersten Minuten. Neue Nutzungsbedingungen. Alles annehmen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, ne? Das müssen wir mal machen. Und jetzt lasst mich mal ganz kurz schauen, was gibt's denn für Passes? Oh mein Gott. Ja, aber das ist gut. Das ist gut. Den Spray gibt's umsonst. 60 Token. Bauplan, gut. XP Boost, müssen wir alles machen. Das machen wir. Oh mein Gott, es sieht schon auch richtig cool aus. Wir müssen jetzt die Mission erfüllen, um weitere Tokens zu halten. Es ist gut, es ist ein Crafter Pass. Das bedeutet, wir können uns diese Karre besorgen, ohne dass wir irgendwie zocken müssen. Reifen, okay, das ist kein Stress. Fünftausend brauchen wir. Wir brauchen 5000 Token für den. 3000 für den Urus. Ich will natürlich den Countach. Ich finde den Countach geil. Farben sind mir eigentlich fast egal, muss ich sagen. Ich verstehe den Unterschied zwischen den beiden Varianten nicht. Lusso, das ist wahrscheinlich einfach, hat irgendwie coolere Feature, aber am Ende des Tages ist es wurscht. Es geht einfach erstmal nur darum, diese Autos zu bekommen. Und ich muss mal schauen, dieser Flip-Flop-Lang ist schon gar. Nice. Flip-Flop-Lang. Okay, alles klar. Was machen wir jetzt? Wir machen mal den Pass und hauen mal hier Level-Ups. Ich brauche 4.900 G-Coins. Und schon haben wir's. Lamborghini Tokens. Jetzt schauen wir mal. Kriegen wir unseren. Ich habe mir jetzt einfach den Pass gekauft, weil ich einfach den Lamborghini haben möchte. Dennis, Grüße gehen raus. Wir holen uns alles, wir nehmen einfach alles. Die Server sind langsam. Momentan sind alle, glaube ich, unterwegs. Und wollen Lambos. Das Ding hat mich jetzt um die 50 Euro gekostet. Okay, wir brauchen, sobald man Level 50 erreicht hat, hält man mit jedem Levelaufstieg Lamborghini-Token. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die Server übel heftig sind, wenn man jetzt spielt. Weil jeder natürlich jetzt seine Lamborghinis freispielen will. Ich bin auch so gottfroh, dass wir jetzt endlich mal was Sinnvolles bekommen haben und nicht irgendwelche Teenager-K-Pop-Geschichten. Ich bin da einfach, das ist. Ich bin da nicht die richtige Zielgruppe für. Habe ich mich ja schon mal drüber mokiert. Aber man braucht 2000 Token, das ist gar nicht so wenig. Okay, hier ist es.
Polymere, Lamborghini-Truhe, Schlüssel, Token, Beutetruhe. Oh Gott, Point Pack, whatever that is. Passt. Okay, wir haben alles. Weitere Bonusgeschichten gibt's alles, klar. Jetzt gehen wir mal hier auf Anpassen. Das müsst ihr unbedingt öffnen. Okay, die sind alle aktiv, das passt. Damit ihr sofort die Erfahrungsbooster bekommt, wenn ihr weiterspielt zur Lamborghini-Herstellung. Ich habe 980 Tokens. Holy Macaroni, wir brauchen 5000 Tokens für das Ding. Das ist hart. Das ist hart. Ich hoffe, ich kriege was Gescheites hier. Exterieur-Set in Rot, das ist schon mal gut. Oh, es dauert ewig. Okay, wir haben Unmengen an... Was ist denn das gewesen? An Kostümen bekommen. Ganz viele so Kisten. Alles klar. Wir machen nochmal... 10 auf. Die Spannung steigt, die Server sind down. Die Server sind ultra langsam. Boah, das dauert, Leute, Leute, das dauert. Halleluja, dauert es lang. So, wir haben wieder irgendwelche Klamotten bekommen. Das ist witzig. Klamotten bekommen. Bald haben wir sie alle offen. Okay, wir haben nochmal 10. Das gibt's ja gar nicht. Es läuft ja wie beim Brezelbacken hier. Jetzt machen wir erstmal die noch auf. Da könnten jetzt Lambos drin sein. Also der Countage ist quasi das, was wir wollen. Der Urus, die helfen mir nicht so viel, den Countage wollen wir. Ja, und den Taxi, das Taxi finde ich gar nicht so schlecht. Das wollte ich auch schon immer mal haben. Ist aber natürlich nicht so geil wie der Countage. Auf das Taxi habe ich schon ewig gewartet. Okay, eine Lackierung, das interessiert mich auch nicht so.
Ja, das war's jetzt. Und den Rest müssen wir hochleveln. Oh, Leute, den Rest müssen wir hochleveln. Wir machen mal noch die Truhen auf. Ich glaube, das wird ein ganz schönes Gegrinder, an diesen Countage ranzukommen. Na, das ist auch kein schlechter Helm gewesen. Was hat er sich auf sich gesehen? Schauen wir uns gleich an. Aber es war wahrscheinlich nicht der Lambo, weil es eine normale Truhe ist. Schuhe, schicke Schuhe. Also wenn ihr 5000 Punkte braucht für diesen Countage, dann müsst ihr hart diesen Battle Pass grinden. Ja, ein Santa Claus. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Das ist, genau, das war dieser Scooter. Das ist aber eigentlich ganz cool. Den stellen wir her. Das Taxi stellen wir auch her, aber das interessiert mich jetzt erstmal alles gar nicht. Das ist die Lackierung für den Urus. Der Urus ist der Lamborghini Jeep. Wir haben unglaublich viel. Das ist die Lackierung für den Countach. Das wäre eigentlich schon mal nice to have. Oh mein Gott. Moment. Ihr braucht 30.000. 30.000 Credits, alter Schwede, braucht ihr für die Lackierung allein. Oh mein Gott. Das ist hart. Halle fucking Luja, das ist hart. Das ist hart. So, jetzt schauen wir mal in die Werkstatt. Wir haben 1000 Token und wir brauchen 5000 Token. Au, au, au. Die Lackierung, die ist mir wurscht. Die habe ich jetzt schon gewonnen. Das ist gut. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Spezialding. Das kriegt man immer. Damit du kriegst quasi so ein Skin-Level up. Automatisch. Relativ einfach. Und dann spekulieren sie drauf, dass du dann irgendwie ewig grindest oder einfach Geld ausgibst, um an die Countach-Skins ranzukommen. Die Countach-Skins sind richtig teuer. 5000 brauche ich. Ich habe jetzt den kompletten Pass hochgelevelt und habe 1000 von diesen Countach-Tokens, von diesen Lamborghini-Tokens bekommen. Das ist also richtig viel. Schauen uns die Karre mal an hier. Es gibt richtig coole Farben. Sieht auch cool aus. Blau finde ich jetzt nicht so spektakulär. Das Orange ist geil. Rot ist auch nice, muss ich sagen. Ich sehe diese Lambo, sieht ein bisschen Ferrari-Rot aus. Gelb natürlich die Lambo-Farbe schlechthin. Der Flip-Flop-Grün ist auch cool. Das wäre eigentlich meine persönliche Lieblingsfarbe, glaube ich. Diese Flip-Flop-Rot. Oder das Grün. Ah, sieht eigentlich alle gut aus. Ui, bei dem bin ich mir nicht sicher. Blau, Metallic auch nice. Rot, Flipflop, nice. Gelb. Oder was soll das, Gold sein? Ja. Ne, warte mal, wir können das Interieur auch ändern. Ach, wie krass. Nice, das ist auch cool. Okay.
Da geht also einiges. Da geht einiges zu customizen. Schön, 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 schön. Jetzt schauen wir uns mal nochmal den an. Was hat denn der anderes als der andere? Gibt's auch diverse Farben. Boah, Lambo ist hart. Lambo ist hart, ist nicht so einfach ranzukommen. Das gefällt mir sehr gut hier, dieses matte. Matt-grau. Ja, doch. Schick, 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 schick. Sind ein paar schicke dabei, echt. Okay. Und was ist der Unterschied? Ah, der hat irgendwie ein Dachverdeck, oder? Jetzt mal im Ernst, was sind der Unterschied da? Anderer Spoiler? Sieht anders. Sieht, die Front sieht minimal anders aus. Also ich kann da keinen großen Unterschied erkennen. Ehrlich gesagt, ich bin aber auch kein Lambo-Fanatiker. Sehe ich da hinten einen Unterschied? Ich sehe wirklich keinen Unterschied. Das Dach ist ein bisschen anders. Wahrscheinlich gibt es im... Du hast viel mehr Möglichkeiten, die Farben zu ändern. Okay, das verstehe ich. Du hast mehr Optionen für die Farben. Hier gibt es nur dieses Blau. Aber ansonsten sehe ich da echt nicht viel Unterschied. Okay. Also ist bei dem Ding geht es anscheinend am ehesten noch so um die Farben. Aber wir wollen natürlich alle den Countach. Alles klar, soweit. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal. 12.000 G-Coins würde das kosten. Was ist denn das in Euros? 100 Euro. Okay, so wir haben jetzt mal richtig viele von diesen Truhen gekauft. Den Handwerkerpass, den kann man sparen. Wir haben 1800 Token. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in diesem Prime-Paket noch was finden. Ich brauche das Ding, den Countach LP 800. Nein, das Taxi! Okay, das ist Glücksspiel, Leute. Das ist wirklich Glücksspiel. Don't do that. Shit, 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 shit. Dauert ewig, bis die 10 aufgehen. Wir haben nochmal 10 von diesen Dingern bekommen, alles klar.
Okay, ich habe den vergoldeten Contorsch bekommen. Vergoldetes Chrom, auch gut. Aber nicht das, was ich will. Ich will den normalen Contorsch. Also ich glaube, dass das dieser Lambo für die durchschnittlichen Spieler eigentlich nicht zu erreichen ist, weil er wirklich sehr viele Tokens braucht. Und wenn du nicht 500, 600, 700 Euro für das Ding ausgeben willst, dann wirst du den wahrscheinlich nicht so ohne weiteres kriegen. Ich glaube, ihr braucht entweder ultra viel Glück oder sehr viel Geld. Das ist meine Einschätzung zu der ganzen Nummer. Da ist nochmal das Exterior Set. Der Typ ist jetzt. Jo. Skins ohne Ende, alles klar. Das Taxi ist geil. Wir haben jetzt den Lambo einmal in... Also die Lackierung in Rot. Und in Gold. Ich weiß nicht, welche ich da besser finde. Muss ich schauen. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass wir jetzt... nochmal hier schauen müssen... dass wir unsere Tokens zusammenbringen. Und die Tokens sind echt. Da braucht er viele, viele, viele. 1800 habe ich jetzt. 1800 Token. Den haben wir neu. Das Ding ist lustig. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo es den gibt. Come on. Ja. Boah, das dauert. Oh, da war viel drin. Nice. Also ich denke, wenn ihr 200 Euro ausgibt und richtig viel Glück habt, dann könntet ihr damit noch ein bisschen grinden on top. Den Lambo freischalten, den Countach. Aber 5000 Credits ist richtig viel. 5000 Token. Das ist hart. Am 9.9. läuft es ab. Da müssen wir uns ranhalten. 2 Monate haben wir Zeit. Naja, aber 2 Monate. 2 Monate. Wenn er jeden Tag 26 Stunden spielt.
Wir machen die 5 auch noch auf. Oh yeah, nice. So 150 Token, nice. Oh, diese Lackierung brauche ich gar nicht. So viele Lackierungen brauche ich gar nicht. Und dann haben wir noch zig Sets bekommen. Das muss ich ja alles mal bei Gelegenheit zerlegen, das brauche ich alles nicht. Oder zumindest brauche ich nicht viel davon. Ja, passt, 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 passt. Okay, wir schauen nochmal ganz kurz in die Spezialherstellung. Wir haben 2000 Tokens, wir brauchen 5000 Tokens. Also, wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Sagen wir mal 150 Euro waren das jetzt gerade. Und das bringt euch auf 2000 Tokens. Also ist schon noch ein bisschen was zu tun. Da ist schon noch ein bisschen was zu tun. 2000 Token, dieses Urus Suf kann ich mir jetzt holen. Das könnte ich mir holen. Wir haben die Exterior-Dingsbums haben wir schon. Das Orangen haben wir doch auch, oder? Was waren da noch? Irgendwie so ein goldenes? Wo ist denn der jetzt? Den sehe ich gar nicht. Egal. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Cosmetics auch. Gut zu wissen. Aber es ist noch einiges zu tun. Es dauert noch ein bisschen. Wir spielen jetzt mal ein bisschen grindendes Game und dann schauen wir mal, wie viele von diesen Tokens wir noch kriegen. Ist ein bisschen hart. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. WPs haben wir ohne Ende. Das hauen wir auch noch raus schnell. Rein damit. Dann könnten wir jetzt mal schauen, ob wir vielleicht noch eine Dings kriegen. So eine Rauchgranate. Und die ist geil. Okay, dann haben wir zumindest mal eine gelbe Rauchgranate. Gelber Rauchgranatenwerfer? Das ist doch erfreulich. Den rüsten wir gleich aus. Schrottflinte, die rüsten wir auch gleich aus. Die ist witzig. DMRs. Haben wir eigentlich alles schon, ne? Brauchen wir nicht. Ja, passt. Wir könnten jetzt, wenn wir richtig hart drauf wären, nochmal unsere Waffen bisschen pimpen. Und zwar, die ist voll abgegradet. Da geht nicht mehr. Wie schaut's da aus? Ah, uns fehlen ein bisschen Polymere. Wir haben zwar unglaublich viele Polymere abgesahnt schon jetzt gerade. Die haben wir eigentlich auch schon einigermaßen hochgegradet. Ich bin so ein DMR-Junkie, deswegen upgrade ich meine DMRs. Die Org verwende ich eigentlich verhältnismäßig selten. Die auch, die habe ich eigentlich nur minimal abgegradet. Die Barrel, die ist auch witzig. Ja, und das waren sie, meine Progressive Skins. Wir sehen uns jetzt on the Battlegrounds, Leute. Es gibt richtig viel zu tun hier. Es gibt richtig viel zu grinden.
Wir werden jetzt einfach hart den Battle Pass grinden, bis wir... Wir nehmen das hier. Bis wir unseren Lambo bekommen. Wir haben 2 Monate Zeit. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja, genau. Soweit. Das Video geht raus. Grüße gehen raus an Dennis. Und ja, dann schreibt mir mal, sobald ihr euren Lambo zusammengespart habt. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.